Das Jahr 2021 ist in der Halbzeit. Das ging echt schnell. Aber ich habe auch an vielen Dingen gearbeitet. Es hatte mit Impfen, Biodiversität, Klimaschutz und Energiewende zu tun. Bleibt dran! Corona. Wie sollte es anders sein? Auch im ersten Halbjahr stand die Corona-Politik im Mittelpunkt der Arbeit des Europäischen Parlaments. Und auch wenn die Pandemie wahrhaftig nicht viel Erfreuliches hat, wenigstens hat sie dazu beigetragen, dass das Thema Gesundheitspolitik endlich in den Fokus der Europäischen Union gerückt ist. Im Verlauf der Pandemie hat sich gezeigt, dass die Europäische Arzneimittelagentur, EMA, viel zu wenige Kompetenzen hatte, um die Koordinierung der Pandemiebewältigung zu leisten. Vieles von dem, was sie im letzten Jahr auf die Beine gestellt hat, hätte sie eigentlich gar nicht gedurft. Und damit wir hier zukünftig eine solide Grundlage haben für den Beitrag der EMA in Gesundheitskrisen, hat die EU-Kommission eine Neufassung des Mandats vorgeschlagen. Und daran habe ich eben mitgearbeitet im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, die eine Stellungnahme dazu abgegeben haben. Was total überraschend war, unsere progressiven Vorschläge sind angenommen worden. Eine Seltenheit im Industrieausschuss. Und das Ergebnis ist wirklich erfreulich. Die EMA soll also zukünftig aktiv zum Erhalt der öffentlichen europäischen Gesundheit beitragen. Sie soll die Marktsituation bei Arzneimitteln überwachen, um Lieferengpässen vorzubeugen. Und sie soll strukturierte Notfallpläne erstellen für Schnellzulassungen. Das ist jetzt nur ein Teil der europäischen Arzneimittelstrategie, über die diskutieren wir aktuell im ITRE. Denn das Ziel muss es sein, dass wir die Europäische Union zu einer Gesundheitsunion machen, in der Arzneimittel verfügbar sind und für alle erschwinglich sind. Denn Lieferengpässe waren leider schon vor der Pandemie ein echtes Problem. Es gilt aber nicht nur in der EU solidarisch zu handeln, sondern auch weltweit. In dieser Pandemie gilt das Motto, niemand ist sicher, bevor nicht alle sicher sind. Und deswegen bin ich besonders froh, dass das Europaparlament um die Patentfreigabe zur Produktion von Covid-19-Impfstoffen im globalen Süden gestimmt hat. Und die Kommission hat jetzt auch Mittel bereitgestellt, um in Afrika Kapazitäten für die Produktion aufzubauen. Damit wir das schaffen, ist es unerlässlich, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus diesen entsprechenden Bereichen auch in unsere parlamentarische Arbeit einbinden. Das ist mir nicht nur als Politikerin wichtig, sondern auch als Apothekerin und Wissenschaftlerin. Denn ohne wissenschaftliche Fakten ist keine nachhaltige Politik zu machen. Damit kommen wir zur Biodiversität. Dass es zu vermehrten Übertragungen von Viren und Bakterien zwischen den Spezies, also zwischen verschiedenen Arten kommt, hat ja Ursachen. Das ist zum Beispiel oft der Druck auf die Biodiversität. Wenn wir weiter so mit unserer Artenvielfalt umgehen, dann werden wir noch weitere Pandemien erleben. Der Weltbiodiversitätsrat hat letztes Jahr dazu einen Workshop abgehalten und hat danach gewarnt, wir könnten vor einem Zeitalter der Pandemien stehen. Und das gilt es unbedingt zu verhindern. Das heißt, wenn wir Artenvielfalt erhalten, ist das auch eine Vorsorgemaßnahme gegen Zoonosen. Zoonosen sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen. Und das geschieht natürlich umso leichter, je monotoner und artenärmer ein Habitat ist und je tiefer Menschen in Wildnisgebiete vordringen. Es geht aber nicht nur um den Erhalt von Lebensräumen, sondern auch um die Wiederherstellung. Und dafür werde ich den EU-Renaturierungsplan mitverhandeln. Der wird im vierten Quartal von der Europäischen Kommission präsentiert. Und was mir dabei wichtig ist, habe ich auch schon mehrfach im Ausschuss und auch im Parlament unseren Umweltkommissar Sinkevicius wissen lassen, wir brauchen eine umfassende Moorstrategie. Moore sind die größten natürlichen CO2-Speicher. Sie sind unsere Verbündeten im Kampf gegen die Erderwärmung und sie lindern auch deren Auswirkungen. Sie wirken kühlend, sie mildern Starkregenereignisse ab. Und außerdem sind sie Hotspots der Artenvielfalt. Es gibt viele bedrohte Pflanzen und Tiere, die nur in Mooren und feuchten Gebieten vorkommen. Ich habe mich in den letzten Monaten mit vielen Experten vor Ort über die Situation der Moore ausgetauscht. Und wir haben Verbesserungsmöglichkeiten besprochen, weil viele Moore wirklich in einem schlechten Zustand sind. Physisch war ich im Schwarzwald, im Alpenvorland und bei uns in der Pfalz in Landstuhl. Und virtuell habe ich die Moorlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein besucht.
Und das Thema bleibt natürlich aktuell und interessant. In meinem Online-Format Amore für die Moore begeistern sich immer mehr Menschen für den Schutz dieser natürlichen CO2-Speicher. Und in der nächsten Folge werden wir uns den niedersächsischen Mooren widmen. Das bringt mich zu einem anderen Herzensthema, Methan, auch bekannt als Sumpfgas. Was vielen Leuten nicht bewusst ist, was wir heute beobachten an Erderhitzung, inklusive der 50 Grad in Kanada vor ein paar Tagen, wird nur zu 75% von CO2 verursacht und die verbleibenden 25% sind fast vollständig auf die Emission von Methan zurückzuführen. Damit die EU jetzt die Ziele des Pariser Abkommens einhalten kann und die Klimaneutralität erreichen kann, muss sie die Methanemissionen so schnell wie möglich eindämmen. Warum? Methan hat zwar nur eine Halbwertszeit von 12 Jahren in der Atmosphäre, ist also relativ schnell wieder weg, es ist aber ein viel stärkeres Treibhausgas als CO2. Wenn wir jetzt einen Zeitraum von 20 Jahren rechnen und schauen, heute wird 1 Gramm Methan ausgestoßen, dann wäre das genauso, als würden 87 Gramm CO2 ausgestoßen. Und deswegen wurden diese Methanemissionen auch lange unterschätzt. Und ein Problem ist natürlich auch, die Emissionen können gut gemessen werden in der Atmosphäre. Das macht man schon sehr lange, inklusive Isotopen, wie viel ist fossil und wie viel ist rezent und so weiter. Aber man kann es nur unheimlich schwer den jeweiligen Quellen zuordnen. Wenn jetzt eine Kuh Methan ausstößt beim Rülpsen oder Furzen oder wenn eine Gasleitung undicht ist, wie viel wird denn da freigesetzt? Das lässt sich super schwer abschätzen und deswegen brauchen wir viel genauere Messdaten. Derzeit ist das noch nicht mal verpflichtend, dass die Emissionen gemessen werden. Und jetzt hat die Europäische Kommission schon im letzten Jahr eine Strategie veröffentlicht, in der sie beschreibt, wie sie die Methanemissionen aus der Landwirtschaft, aus dem Abfallsektor, aus dem Energiebereich angehen will. Und die bittere Pille ist, im emissionsmäßig größten Sektor, der Landwirtschaft, will sie gar nichts tun. Ein bisschen Forschung, ein bisschen, vielleicht züchten wir andere Rinderrassen, aber sonst nichts. Dabei müssten wir eigentlich weniger Tiere halten. Im Abfallbereich sollen in den nächsten Jahren strengere Vorgaben kommen für Klärschlamm und für Restmüll, super wichtig. Gerade Landfills, also Müllkippen, offene Müllkippen in der Landschaft müssen unbedingt beseitigt werden. Und für den Energiesektor, wo die Vermeidung von Emissionen am leichtesten ist, man muss ja die Lecks abdichten, man muss mit diesen blöden Ablassungen aufhören, man darf das nicht mehr abfackeln. Da soll schon im 3. Quartal dieses Jahres eine Verordnung vorgelegt werden und wir als Parlament arbeiten gerade an einem Initiativbericht, der eben diese Methanstrategie der Kommission vom letzten Jahr aufgreift und eigene Vorschläge macht für Minderungsmaßnahmen. Und dazu verhandle ich gerade sowohl im Umweltausschuss als auch im Industrie-, Forschungs- und Energieausschuss und nach der Sommerpause werden wir dann diesen Initiativbericht abstimmen. Warum ist das wirklich so wichtig? Ich habe es schon gesagt, 25% der Zeit. Und die Lücke zwischen der notwendigen und der tatsächlichen Emissionsminderung wächst von Jahr zu Jahr. Je schneller wir jetzt diese stark wirksamen Methanemissionen reduzieren, desto mehr Zeit haben wir für die wirklich schwierigen Bereiche, Zementproduktion, Stahlherstellung, Tierhaltung. Und jetzt haben die Vereinten Nationen vorletzten Monat den Global Methane Assessment Bericht veröffentlicht und haben berechnet, wenn wir es schaffen, 45% der Methanemissionen bis 2030 einzusparen, zu reduzieren, dann sparen wir uns 0,3 Grad Celsius Erderhitzung in den 40er Jahren. Das ist richtig, richtig viel. Und das bringt mich jetzt zu Offshore. Offshore Wind, Offshore Solar, auch da wird schon dran geforscht. Das brauchen wir unbedingt, wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen. Wir müssen also erneuerbare Energien massiv ausbauen und die beiden Zugpferde sind Solarenergie und Windenergie, wo wir wirklich viel Potenzial haben in der Europäischen Union. Aber gerade bei Offshore-Windenergie müssen wir uns gut abstimmen, weil wenn nicht gemeinsam geplant wird, ist vorprogrammiert, dass es Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten gibt. Dass dann beispielsweise Belgien sagt, ja Moment, hier haben wir aber geplant und wieso bauten ihr dahin, da brauchen wir ja dann noch eine extra Leitung und außerdem, wir wollten da ein Meeresschutzgebiet ausweiten. Ganz schlecht. Wir müssen uns also besser abstimmen. Wir haben derzeit nur 12 Gigawatt Offshore und bis 2050 modelliert die Europäische Kommission, brauchen wir 340 Gigawatt. Das ist also das 30-fache grob. Und da müssen wir gut hingucken, weil der Ausbau darf natürlich nicht zulasten der Biodiversität gehen.
Es gibt neue Konzepte, schwimmende Offshore-Anlagen, Wellenkraftwerke, die uns helfen können, die Ziele zu erreichen. Und es ist natürlich die große Hoffnung, dass man das mit der Wasserstoffproduktion verzahnen kann. Denn Wasserstoff gibt nur Sinn, wenn wir ihn aus 100% zusätzlicher erneuerbarer Energie gewinnen und wenn wir ihn nur in Sektoren verwenden, die wir nicht elektrifizieren können. Denn sonst haben wir die Umwandlungsverluste und müssen den Leuten erklären, ja, wir wollen alle Wasserstoffauto fahren und deswegen brauchen wir doppelt so viele Windräder. Keine gute Idee, glaube ich. Ja, und das bringt mich direkt zum Thema Energieeffizienz, sprich die Energie, die wir haben, müssen wir möglichst effizient nutzen, damit wir nicht so viel davon zubauen müssen. Und dem werde ich mich dann nach der Sommerpause widmen. Ja, ich hatte einiges zu tun im ersten Halbjahr. Das zweite klopft schon an die Tür. Und auch wenn das, was ich euch gerade erzählt habe, nur ein Teil meiner Arbeit war, habt ihr vielleicht einen Einblick bekommen in die Vielfalt der Themen. Und ich werde auch im nächsten Halbjahr beharrlich und faktenbasiert für einen besseren Klimaschutz, Artenschutz, Umweltschutz und Gesundheitsschutz kämpfen. Klimapolitik macht man nicht mit einer roten Jacke vom Eisberg. Man macht sie auch nicht, indem man einen European Green Deal ausruft und dann ein Klimagesetz verabschiedet, was hinter die Pariser Klimaziele zurückfällt. Und erst recht nicht, indem man eine rückwärtsgewandte Landwirtschaftspolitik zementiert. Was andere Parteien offenbar noch nicht vollständig begriffen haben, Klimaschutz ist kein Marketing für Wohlbefinden. Klimaschutz ist eine Notwendigkeit für den Weiterbestand unserer Zivilisation. Musik